Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf Blue Frame Video. Heute mal ein ganz besonderes Video hier. Ich befinde mich im LWL, Freilichtmuseum Hagen. Die Reifen sehen da total geil aus. Die Jungs sind auch schon unterwegs hier. Was ist das Thema heute? Zurück in die 70er Jahre. Das heißt, hier sind Fahrzeuge, wie man hinter mir sieht. Die Menschen ziehen sich hier an wie in den 70er Jahren. Na, ich weiß nicht, ob ich mich noch daran erinnern kann. 80er Jahre waren meine Jahre, da kann ich mich mehr daran erinnern. Hier im Freilichtmuseum, es ist gerade im Sommer in Hagen, sind viele Veranstaltungen hier. Da gibt es so ein Programm, vielleicht kann ich da auch mal einen Screenshot von machen, dass man sieht, was hier noch stattfindet. Heute 70er Jahre, Licht aus, Spot an, yeah! Gruß an Ilja Richter. Hinter mir toll aufgearbeitete Fahrzeuge, die sehen aus wie neu aus dem Laden. Ein Ford Granada Kombi, was ganz Besonderes. Und dahinter ist auch was Tolles. Und zwar ist das ein Knutzentaunus. Und das war mein erstes Auto. Wer weiß, wie lange das her ist, aber das waren tatsächlich die 80er Jahre. Sonnteil habe ich gefahren. Hat echt Spaß gemacht, das erste Auto. Ziemlich wackelig und wabbelig. Ja, wir haben heute noch die Band. Schlager Deluxe, die werde ich gleich auch noch mal filmen. Und Modenveranstaltungen hier, das kommt auch noch. Wir gehen gleich noch mal einmal ein bisschen rum und zeigen, was hier vorgestellt wird. Am 27.08., den Termin müsst ihr euch merken und aufschreiben. Da ist hier die Ausstellung vom Steampunk. Das wird auch mega toll. Ich bin dann natürlich auch wieder hier. Ich habe schon Fans hier gefunden, die mich alle kennen im Freilichtmuseum. Und naja, dann kommt einfach mit. Was für Autos ausgestellt werden, kann ich mal zeigen. Wir haben den Audi, also wie gesagt, das sind alles Fahrzeuge aus den 70er Jahren. Mein Kamerakind kommt jetzt hinterher. Dann haben wir noch ein amerikanisches Auto mit einer Flosse. Was das für einer ist, weiß ich gar nicht. Aber wir können mal von der Seite filmen, also das ist ein langes Ding. Ja, tatsächlich muss ich mal eben gucken, was das ist. Ich weiß es nämlich nicht auswendig. Ja, das ist ein Cadillac, das ist so der Rolls-Royce, Mercedes, auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Fahrzeug, was mal richtig teuer war. Jetzt geht's weiter, hier ist die Ford-Ecke. Das sind so Standardfahrzeuge gewesen, die der Arbeiter auch fahren durfte. Mercedes durfte früher kein Arbeiter fahren, ne? Das ist klar. Das war für den Generaldirektor, ist das vorbehalten worden. Heute ist das anders, ne? Heute fährt jeder Mercedes. Hier haben wir noch ein schönes Auto. Das ist wirklich ein richtiger Oldtimer. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass er aus den 70ern ist. Er sieht noch viel älter aus. Das ist ein Arbeiterfahrzeug von einem Schmied. Hier kann man seitlich noch sehen, was er so hergestellt hat. Schönes Woody. Woody ist immer Holz, ein Holzfahrzeug. Und Schmiedearbeiten, Markisen, Treppengeländer, sowas wurde gemacht. Also das Fahrzeug ist absolut neuwertig. Manche mögen das. Die sagen, das muss so sein. Einige sagen, nein, da muss ein bisschen Patina dran sein. Ist halt nicht. Wir gehen noch mal weiter. Da ist noch eine schöne Mercedes S-Klasse. Käfer natürlich. Ein Jensen Healey. Das ist aber ein ganz besonderes Fahrzeug. Ja, die haben natürlich alle H-Kennzeichen. Die kriegt man ja ab 30 Jahre. Da hinten, wo dieses schöne Gebäude ist, da kommt gleich Schlager Deluxe, Stefanie Formschlag. Da gehen wir jetzt hin. Die essen sich noch gerade ein bisschen was. Und dann geht es aber auch wieder weiter. Ja, dann kommt er auch wieder mit. Natürlich, hier im Freilichtmuseum gibt es auch Verpflegung. Hier hinter mir sind die Museumsterrassen. Wir waren mal kurz drin. Also beeindruckend gemacht. Schöne Location ist das. Hier gibt es also richtiges Essen. Schnitzel, Pommes. Kuchen gibt es auch, habe ich gesehen. Da vorne ist ein Bierstand. Da habe ich gesehen, da gibt es Brötchen und Getränke natürlich. Wir gehen da gleich noch mal ganz hoch zu dem großen Marktplatz. Und da sind auch, ja, ich hoffe, da gibt es eine Bratwurst. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Und ja, dann mitkommen. Hier bin ich vor der kleinen Bühne, die hier aufgebaut wurde. Für Steffi und ihre Bekannte, ich glaube Anke. Habe ich schon wieder vergessen, Entschuldigung. Die machen Schlager Deluxe, steht da, so heißt die Band. Die machen Party and Show. Party and Show Band ist das.
Die singen nicht nur Schlager, weil ich bin nicht so unbedingt der Schlager-Fan, aber wenn die loslegen, da könnt ihr euch drauf freuen, das wird richtig gut, weil die machen auch Popschlager und das mag ich sehr und deswegen finde ich diese Band gut. Ich bin schon sehr oft mit denen, bin ich hinterhergefahren, heute habe ich auch den Fotoauftrag hier, Auftrag von der Steffi Formschlag und deswegen dürfen wir uns gleich freuen. 14 Uhr geht das hier los, 15 Uhr ist eine Modenschau mit den 70er Jahren Klamotten, sage ich einfach mal. Und das wird natürlich spaßig, weil viele kennen noch die Klamotten aus den 70ern. Ich aus den 80ern. Da kommen jetzt die zwei Stars. Und deswegen geht das auch gleich los hier. Schlager Deluxe hat gerade Pause. Wen habe ich hier getroffen? Die Marie. Genau. Letztens habe ich dich schon gegrüßt. Marie, vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wer du bist, was du hier machst. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, ich werde den einen oder anderen auch noch mal heute treffen. Ich bin hier für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, jetzt ganz neu und freue mich natürlich immer, die Leute hier zu begrüßen und heute an dem tollen Tag auch wieder hier zu sein. Sag mir noch mal, ich weiß zwar so ungefähr, was es ist, das ist LWL-Museum hier, das Freilichtmuseum Hagen. Genau. Für was noch mal? Also wir sind das LWL Freilichtmuseum Hagen für Handwerk und Technik. Also das ist unser Bezug vor allem. Und heute haben wir eben unser Jubiläum, weil wir jetzt 50 Jahre eröffnet haben und haben dann eben das 70er-Thema gewählt. Ne, ganz schön, so eine kleine Zeitreise zu veranstalten. Und das passt ja auch ganz gut zum Technikthema, was wir hier zeigen. Mhm. Genau. Also das war die Idee dahinter, heute diese Veranstaltung zu machen. Genau, richtig. Wir haben uns halt gedacht, ne, jetzt sind wir 50 Jahre geöffnet. Dann kann man ja noch mal so ein bisschen zurückblicken, was ist in der Zeit überhaupt alles passiert. Und die 70er ist ja auch für viele Besucher eine Zeit, in die sich gerne zurückerinnern. Deswegen freuen wir uns, dass heute auch so viele schon da gewesen sind. Ja, prima. Ich bin ja einer aus den 70ern. Mein Jahrzehnt waren die 80er, klar, aber 70er war ich ja auch schon da. Du hast mich gebeten, hier vom Freilichtmuseum ruhig mal ein paar mehr Videos zu machen für Blueframe. Freuen wir uns immer. Ne? Genau. Gucken ja auch viele Leute gerne. Ich grüße auch immer gerne zurück. Daher, ne, freuen wir uns. Grüße gehen raus an alle, die schauen heute. Na also, vielen Dank für das kleine Interview. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 15 Uhr, die Modenschau beginnt. Da kommen die Amateurmodels. Sogar eine Braut ist dabei. Einer mit einer Gitarre. Das kennen wir aus den 70ern. Hier ist eine der Veranstalterinnen. Die organisiert das so ein bisschen hier. Und dann freuen wir uns auch gleich darauf, das mal zu dokumentieren. Marie steht da wieder daneben. Die ist natürlich immer hier vor Ort. Die macht gleich auch Fotos.
Ja, es hat mich mal wieder gefreut, euch hier durchzuführen. Mir hat das super gefallen hier. Das war nicht der letzte Bericht aus dem Freilichtmuseum in Hagen. Hinter mir ist nochmal der große Platz. Wie er heißt, weiß ich gar nicht, Marktplatz oder so. Alles mit diesen alten Fachwerkhäusern, die alle hier aufgestellt worden sind. Die sind hier nicht gewachsen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja auf jeden Fall wieder auf Blueframe Video. Macht's gut.